بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه لا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh liebe die menschen um allahs willen liebe die menschen für allah in den vergangenen jahren haben mich immer wieder Geschwister im Glauben angesprochen, wie man Menschen, wie man andere Menschen für Allah subhanahu wa ta'ala lieben kann. Deren Argumentation ist, dass wir uns nicht aussuchen können, wen wir mögen und wen wir nicht mögen. Das mag zu einem gewissen Teil stimmen. Allerdings finden wir einen Hadith, der uns sagt, dass wir die anderen Menschen für Allah Subhanahu Wa Ta'ala lieben sollten. Dieser Hadith, er ist ein sehr bekannter Hadith. Er besagt, es gibt drei Eigenschaften. Wer auch immer sie besitzt, der wird die Süße des Imans kosten. Und dann werden diese drei Eigenschaften genannt. Nämlich, dass er Allah Subhanahu Wa Ta'ala und seine Gesandten mehr liebt als alles andere und dass er einen Menschen liebt um Allahs willen Subhanahu wa taala und dass er es verabscheut in den Unglauben zurückzukehren genauso wie er es verabscheut in die Hölle geworfen zu werden dieser Hadith zeigt uns dass wir Menschen dass wir Menschen um Allahs Willen lieben sollten. Subhanahu wa wir sollten die Menschen wirklich nur für Allah lieben. Aber wie geht das? Der Schlüssel zum Verständnis ist genau dieser Hadith. Genau dieser Hadith gibt uns eine Anleitung, wie es eigentlich funktionieren soll. Wir können diese drei Eigenschaften noch einmal lesen, diesmal andersrum in der Reihenfolge. Wir fangen mit dem letzten an und hören mit dem ersten auf. Nämlich als erstes, dass man es verabscheut, in den Unglauben zurückzukehren, wie man es verabscheut, in die Hölle geworfen zu werden. Ich denke, wir alle verabscheuen es, in die Hölle geworfen zu werden. Und wir wissen auch, dass dass Höllenfeuer gerecht ist. Niemand wird zu Unrecht in die Hölle geworfen. Und diese Gerechtigkeit am Tag des Gerichts wird so weit gehen, dass sogar diejenigen, die in die Hölle geworfen werden, nicht behaupten werden, dass es zu Unrecht war. Auch diejenigen, die ins Höllenfeuer geworfen werden, werden sagen, ja, das ist gerecht, ich habe genau das verdient. Es wird sich niemand beschweren, dass das Unrecht war. Das heißt, die Menschen oder die Seelen, die ins Höllenfeuer geworfen werden, die haben wirklich Unrecht getan. Und das ist etwas, was wir automatisch auch ablehnen, was wir automatisch auch verabscheuen. Unrecht, Ungerechtigkeit, Böses, das Böse. Also, wir haben hier den ersten Schritt getan. Wir wollen nicht ins Höllenfeuer geworfen werden, das ist klar. Und das bedeutet, dass wir es verabscheuen müssen, in den Unglauben zurückzufallen. Okay, dieser Schritt ist getan. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich, dass man die Menschen liebt nur um Allahs Willen. Was bedeutet das? Wenn wir jemanden für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, dann tun wir das, weil wir die Eigenschaften der Gläubigen in dieser Person sehen. Dann tun wir das, weil diese Person es uns ermöglicht oder uns sogar noch es erleichtert, unseren Glauben auszuleben. Dann tun wir das, weil diese Person uns an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert. Darum lieben wir eine Person. Sie hilft uns, den Glauben auszuleben und sie hilft uns, Allah Subhanahu wa Ta'ala zu gedenken. Das heißt, wir haben die Möglichkeit durch diese Person einen stärkeren Glauben zu bekommen. Wir haben durch diese Person die Möglichkeit, inshallah auch näher zum Paradies zu kommen und weiter entfernt von der Hölle zu kommen. Das heißt, wenn wir eine Person lieben, dann sollten wir das nicht tun aufgrund unserer eigenen Bedürfnisse oder unserer eigenen Vorlieben, sondern wir sollten es tun, weil diese Person uns hilft, ein guter Muslim zu sein, ein guter Mensch zu sein. Deshalb sollten wir Menschen lieben. Nicht, weil uns jetzt die Nase passt. Das sind alles Eigenschaften, die nicht unbedingt etwas zu tun haben mit dem Glauben, sondern das, worauf wir achten sollten bei anderen Menschen, ist, ob diese Person uns hilft, dem Paradies näher zu kommen und uns weiter von der Helle zu entfernen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt: dass diese Person, die die Süße des Imans des Glaubens kostet, dass diese Person Allah Subhanahu wa Taala und seinen Gesandten mehr liebt als alles andere. Das wäre dann der dritte Schritt. Das wäre das Resultat davon, dass wir wirklich die Menschen dafür lieben, dass sie uns helfen, unseren Glauben auszuleben und uns helfen, mehr Wissen vielleicht über die Religion zu erlangen, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Süße des Imams kosten lassen. Möge Allah subhanahu wa uns die Möglichkeit geben und die Rechtleitung geben, dass wir andere Menschen nur um Allahs Willen lieben. Amin, Allahumma, Amin. Subhanaka Allahumma, wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila an't. Astaghfiruk wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.